Also das ist jetzt ziemlich spannend. Jedes Mal bin ich aufgeregt, ob es funktioniert oder nicht. Das geht's nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir müssen die ganze Straße abdrehen. Servus, ich bin der Max Meyer, bin 22 Jahre alt, arbeite in Glötz bei der Fritz Heidel OHG als Vorarbeiter. Meistens, also wir fangen ziemlich früh an, dass wir mit der Arbeit ziemlich zügig fertig werden. Ja, das Wetter spielt jetzt nicht so mit. Es windet ziemlich arg und es regnet auch. Der Regen nimmt zu. Schauen wir mal, wie es läuft heute. Unser Job ist eigentlich ziemlich wichtig, weil wir die Versorgung vom Wasser aufrechterhalten, dass die Leute immer ihr Trinkwasser bekommen. Die alten Leitungen, die gehen halt immer mehr kaputt. Darum müssen wir alles richten und das Wasserversorgungsnetz aufrechterhalten. Ich habe von 2015 bis 2018 meine Ausbildung gemacht als Rohrleitungsbauer. Dann habe ich meinen Vorarbeiter gemacht. Wir suchen jetzt die alte Hausanschlussleitung, das ist so eine kleine, die geht so rüber. Die müssen wir dann abschneiden, dass wir nebendran runterbaggern können. Schau, jetzt hat er sie gefunden. Genau. Und da, wo der Schieber drauf ist, das Gestänge, was man sieht, mit dem dreht man den Hausanschluss ab, also zu oder auf. Und weil der Anschluss nicht mehr gebraucht wird, müssen wir den Schieber zurückbauen. Wir schieben jetzt die alte Anbaustelle oder das Absperrventil runter und schieben diese neue drauf. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir das Schiebegerät angesetzt haben, wir schieben und die Schiebung bleibt genau in der Mitte stehen, aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist das zum Beispiel hier das Loch, das alte, und dann spritzt alles. Dann müssen wir die ganze Straße abdrehen, das ganze Wasser von der Straße. Die Schraube ist schon ziemlich zusammengefressen von dem Rost. Da kann ich fast nichts mehr machen. Ob es ein Stück weit geht, wenn es der erste Ruckel macht und es funktioniert, dann schieben wir gleich komplett durch. Also das ist jetzt ziemlich spannend. Jedes Mal bin ich aufgeregt, ob es funktioniert oder nicht. Also. Let's go. Na, das geht's nicht. Vorführeffekt, hä? Wahrscheinlich liegt's dran, dass ich die Schelle jetzt zu fest anzogen habe, die neue. Drückst du auf rückwärts, der weiße. So. Schauen wir nochmal. Geht's doch nicht. Es geht immer irgendwie. Es gibt immer eine Lösung. Genau, den Bagger mit dem Löffel hinten hinzusetzen, dann hat einen Anschlag und dann. Ist jetzt dran? Jetzt, oder? Wie weit ist der Zylinder ausgefahren? Sieht man das? Heiland. Ja, also, das gibt's nicht. Bagger nochmal raus. So habe ich es jetzt auch noch nicht gehabt, dass mir der Löffel weggeschoben hat vom Bagger. Aber das liegt an der einen Schraube, wo so verrostet ist, wo wir nicht aufschrauben können. Wir versuchen, das Holz zwischen unserer Schalung zu unserem Halteteil, wo die Zylinder anstehen, da versuchen wir das reinzuspannen, dass der Gegendruck an der Schalung ansteht.
Gut, runter und anziehen. Sehr gut. So sollte es eigentlich funktionieren, ohne die ganzen Hindernisse, ja? So sieht die alte Schelle aus. Da sieht man schon, was das Wasser veranstaltet hat in den letzten Jahren. So. Falsche. Das ist dein, oder? Einen guten Appetit, Männer. Geht ziemlich ins Geld, wenn man jeden Tag Brotzeit holt. Darum nimmt man auch was von zu Hause mit. Ist komisch, wenn die beim Essen filmen. Mhm. Räumen wir alles auf. Dann muss mein Kollege frisches Material mitbringen, dass wir das Loch wieder frisch aufbauen können. Und dann bauen wir langsam mit Kies auf und verdichten immer, Lage für Lage. Mein Gehalt variiert sich, weil wir jeden Monat unterschiedlich arbeiten. Es gibt immer Tage, man arbeitet länger, dann gibt es Tage, man arbeitet kürzer. Wir arbeiten normalerweise in der Woche so 41 Stunden, das ist unser Soll. Und dann kommt halt in der Früh noch dazu die Fahrzeit und die Fahrzeit am Abend und das Material herrichten in der Früh oder wenn man es am Abend macht, am Abend. Die Überstunden werden aufgebaut für den Winter. Die Wintermonate sind wir normalerweise zu Hause. Also bei uns gibt es Tage, da habe ich mehrere Baustellen. Aber es gibt auch Tage, Wochen, wo wir immer auf der gleichen Baustelle sind. Wir fahren jetzt nach Hause und dann tue ich kurz duschen, mache mich fertig und dann fahren wir raus in die Hütte zu unserem Jugendtreff. Ich habe mir selber ein eigenes Auto gekauft, dass ich selber mobil bin, dass ich auf keinen angewiesen bin. Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, zahle da ein bisschen was mit, aber sonst, da spare ich mir noch ziemlich viel Geld. Weil mittlerweile wird das Haus bauen oder wenn man sich was kauft, ist ziemlich teuer mittlerweile. Und so kann ich mir noch ein bisschen was sparen und dann nach was Eigenem schauen. Servus. Meine Freunde, die kenne ich seit, also ich kenne ziemlich viele seit dem Kindergarten, dann von der Schule, Prost. Vom Fußball früher. Ich mache gerne meinen Job, ich bin gerne draußen, in der Firma passt, meine Kollegen sind super, meine Chefs, mit denen komme ich gut aus, die Arbeit gefällt mir. Das war mein Tag auf der Baustelle als Rohrleitungsbauer und ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch was zeigen. Und wenn ihr selber mitmachen wollt, dann meldet euch unter lohntsichdas@br.de. Servus, ciao.